Marvin Dienst ist bei uns und ja, lieber Marvin, fangen wir direkt an. 2015 war ein sehr enttäuschendes Jahr für dich, denke ich. Ja, sehr, sehr enttäuschend auf jeden Fall. Nein, Spaß. Also habe hier auch an Ausschussleben sehr, sehr schöne Erinnerungen. Hat hier direkt Anfang der Saison in der Formel 4 einen Doppelsieg eingefahren. Mit der DTM dann auch sehr schöne Ergebnisse hier erzielt. Von daher kann ich mich, glaube ich, im ganzen Jahr nicht beklagen, vor allem hier in Ausschussleben nicht. Und ich glaube, da kann ich mein Leben lang schön positiv drauf zurückblicken auf Jahr 2015. Ja, 2015 und du warst ja auch bei der FIA-Gala. In Paris war die, ne? Da war was los, oder? Auf jeden Fall. War mal total spannend. Gerade so ein Ecclestone, Rosberg, Hamilton, Vettel. Alle hohen Namen aus dem Motorsport dort live vor Ort zu treffen. Und vor allem mal abseits der Kamera, sage ich mal, waren alle sehr, sehr locker drauf. Man konnte mal sehr, sehr intensive Worte miteinander wechseln, ohne irgendwie ja, Zeitdruck. Ich muss da Meeting, da Training. Also war schon was ganz Besonderes, dort in Paris vor Ort sein zu dürfen. Und dazu noch das Motorsport-Talent des Jahres 2015. Also mir ging 2015 nicht, oder? Nein, ich glaube 2015 war das Jahr aller Jahre bis jetzt für mich. Alles gewonnen, was ich letztes Jahr hätte gewinnen können. Und so kann es definitiv weitergehen. Aber ich weiß auch, ich bin neu jetzt in der GT Masters, weiß, dass einige Sachen neu für mich sind, dass ich einiges zu lernen habe. Und von daher setze ich die Erwartungen jetzt erstmal nicht allzu hoch, um dann zu schauen, wo die Reise hingeht. Ja, Formel 3 Europameisterschaft-Teilnahme haben wir noch vergessen. War auch noch, genau, das stimmt. Dann haben wir alles abgerundet. Das war immer so mein kleines Ziel noch, um das zu sagen. Ja. Einen Start zumindest von der Formel 3 Euro-Serie machen zu dürfen. Und ich glaube, das ist auch vor allen Fahrern nach der Formel 1, wollen sie alle zumindest mal ein Jahr in der Formel 3 gefahren sein. Ich habe zumindest das kleine Ziel erreicht, dürfte einen Start dort mitmachen, von daher. Jetzt Schütz Motorsport ist dein Team und du gehst an den Start. Du hast gerade schon gesagt, als Neuling erstmal langsam angehen lassen. Kurzer Satz, dein Ausblick 2016. Ja, schwierig. Ausblick 2016. Mal abwarten. Wir haben jetzt morgen das erste freie Training, dann das erste Qualifying abwarten oder auch mal das erste Rennen. Schauen, wie das Auto verhält, wie wir zurechtkommen, wie das Zusammenspiel mit dem Teamkollegen passt, weil es so viele neue Faktoren sind, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Und ja, ich würde sagen, nach morgen sehen wir mehr, dann wissen wir auch, wie wir eingestuft sind von der BOP. Spielt jeder hoffentlich mit offenen Karten und wir können bessere Chancenrealismus entwickeln und schauen, wo die Reise hingeht. Marvin Dienst, Motorsporttalent 2015, Formel 4 Sieger, FIA Gala, Formel 3 Europameisterschaft Teilnahme. Das war 2015, dein Ausblick 2016, jetzt auf die GT Masters. Super.